Und dann ging es um ein Verfahren eines falschen Arztes. Der war auch an mehreren Kliniken tätig, bis es dann wirklich mal zu einem Verfahren gekommen ist. Und dann war noch die Frage im Raum, ob er sich strafbar gemacht hat wegen Körperverletzungsdelikten, weil er ja an Leuten geschnibbelt hat, auf gut Deutsch. Und das haben wir verhandelt. Letztendlich muss man sich immer klar machen, auch Richter sind nur Menschen. Und auch ich habe sicherlich Fehler gemacht. Hallo, hallo, hallo. Hi, Leroy. Hallo, Daniel. Ich grüße dich. Alles gut? Wunderbar, ja. Super. Magst du dich einmal kurz vorstellen für die Zuschauer, die dich noch nicht kennen? Hi, ich bin Daniel, Rechtsanwalt, Dozent und Gründer einer Online-Plattform für Jura-Crashkurse. Das heißt, ich berate andere Menschen zu rechtlichen Fragen und ich darf jungen Studierenden unser Rechtssystem ein bisschen näher beibringen, sie also auf dem Weg zum ersten und zweiten Staatsexamen begleiten. Wegen all dem bin ich aber nicht hier, sondern ich war vorher als Richter tätig. Und darüber darf ich euch heute ein bisschen was erzählen. Okay, du warst Richter. Ich sehe jetzt auch von deinem Outfit her, so, es passt zum Thema. Ich werde dir heute viele Fragen stellen. Wenn es irgendetwas geben sollte, was du nicht beantworten möchtest, musst du das nicht. Aber ich freue mich, die Zuschauer auch, wenn wir dich kennenlernen. Und wenn du bereit bist, legen wir direkt los. Ja, bevor wir starten, würde ich noch gern diese schöne Robe ausziehen. Die sieht bequemer aus, als sie ist. Du kannst gerne mal fühlen, ja. Ja, die ist schwer und ist auch ein bisschen warm wahrscheinlich, ne? Ja, und wenn dann gleich deine bohrenden Fragen kommen, dann wird mir wahrscheinlich auch schon so warm. Von daher würde ich mich da ein bisschen casual anziehen wollen. Okay, wir erleichtern dich gleich. Jetzt haben wir dich einmal so in Montur gesehen, dann erklär mal ganz kurz, das trägst du, wenn du zu Gericht gefahren bist? In den Verhandlungen. Zu Gericht gehst du ganz normal in deinem Standard-Outfit, aber wenn die Verhandlung ist, wenn wir Recht sprechen als Richter, dann sind wir ja nicht als Privatperson da, sondern in einer Funktion. Und das soll im Prinzip so ein bisschen die Neutralität herausstellen, dass dann eben nicht da vorne Daniel als Privatperson steht und dann ein Urteil spricht, sondern eben der Richter. So, besser? Jetzt ist besser. Besser. Ja. So, okay. Dann lass uns mal noch mal einen Schritt zurück machen. Ich habe jetzt 1000 Fragen zu deinem Outfit gestellt. Warum bist du denn Richter geworden? Also ich muss sagen, ich war nie jemand, der gesagt hat, das mache ich jetzt. Sondern es hat sich dann während des zweiten Examens dann ergeben. Das zweite Examen ist ein Praktika-Examen. Das bedeutet, im ersten Examen bekommst du das ganze theoretische Wissen, was du wissen musst. Und im zweiten wirst du dann auf die Menschheit losgelassen. Das heißt, du bist bei Gericht, du bist bei der Staatsanwalt. Und da habe ich dann die praktische Seite gesehen und fand es unfassbar toll. Nach dem zweiten Staatsexamen bekam ich dann relativ schnell einen Anruf aus dem Justizministerium, wo dann gefragt wurde, möchten Sie nicht Richter werden? Können Sie sich das nicht vorstellen? Kannst du dich noch an deine erste Verhandlung als Richter erinnern? Ja, ich habe angefangen beim Landgericht. Ich war in der Strafkammer, das bedeutet, du bist da mit drei Richtern, Vorsitzenden und zwei Beisitzern, wie es heißt. Ich war einer der Beisitzer und dann ging es um ein Verfahren eines falschen Arztes. Der hat sich einfach wirklich ganz armselig so eine Approbationsurkunde gegoogelt und die wirklich mit Paint den Namen ersetzt. Also das hat jeder Blinde mit dem Krückstock gesehen, dass der das nicht ist. Das hat die Klinik aber irgendwie nicht so gejuckt. Ach, der war in einem Krankenhaus? Ja, ja. Ach, du Kacke. Ja, ja, der ist dann halt aufgeflogen, weil erfahrene Krankenschwestern dann festgestellt haben, also irgendwas läuft hier aber nicht so, wie es sein soll. Und der war auch an mehreren Kliniken tätig, bis es dann wirklich mal zu einem Verfahren gekommen ist. Und das haben wir verhandelt. Wie habt ihr da in dem Fall entschieden? Die Strafe ist vorgegeben durch den Strafrahmen. Das heißt, in dem Fall ging es um Betrug, dann um Urkundenfälschung, weil er eben Dokumente gefälscht hat. Und dann war noch die Frage im Raum, ob er sich strafbar gemacht hat wegen Körperverletzungsdelikten, weil er ja an Leuten geschnibbelt hat, auf gut Deutsch. Das war letztendlich aber schwer tatsächlich nachzuweisen, weil dieser Mann davon überzeugt war, dass er Arzt ist. Der kam auch aus dem Ausland und hat dann irgendwelche Dokumente vorgelegt, die belegen sollen, dass er im Ausland mal Arzt war. Das konnte aber nicht überprüft werden. Und die Tatsache, dass die Krankenschwestern eben gesagt haben, also so wie das hier normal läuft, ist es nicht gelaufen, haben dann den Verdacht nahegelegt, dass er kein Arzt war. Und letztendlich muss man sich immer klar machen, auch Richter sind nur Menschen und auch ich habe sicherlich Fehler gemacht. Also bei den ganzen Verfahren, die ich geführt habe, ist es ja allein mathematisch schon ausgeschlossen, dass alles immer 1000-prozentig richtig gelaufen ist. Das finde ich übrigens sehr ehrlich, dass du deine eigenen Fehler ansprichst. Wie gehst du denn damit um, wenn du jetzt im Nachhinein jemanden da hast und sich herausstellt, ey, da gab es irgendwie doch noch Beweise, die uns irgendwie nicht vorlagen oder wir haben vor Ort falsch entschieden und hinterher kam es raus, dass er jetzt nicht irgendwie für 2 Jahre ins Gefängnis hätte gehen müssen? Bei Fehlern würde ich generell mal differenzieren. Ist das ein Fehler, weil ich das Recht falsch angewandt habe, dann habe ich ein Problem.
Da habe ich immer versucht, mich da im Vorfeld zu informieren. Ich meine, ich weiß ja auch nicht alles. Da haben wir aber eben das Handwerkszeug, sprich die Kommentare. Da gucke ich eben rein, gucke mir die neueste BGH-Entscheidung an und dann weiß ich das. Also, dass im rechtlichen Bereich Fehler gemacht werden, ist, glaube ich, eher selten. Fehler in Anführungszeichen sind dann, was den Sachverhalt angeht. Und da muss man sich immer klar machen, man trifft eine Entscheidung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und zu diesem Zeitpunkt war hoffentlich die Entscheidung richtig. Wenn sich das dann später als falsch erweist, haben wir Gott sei Dank noch den Instanzenzug, der hinten dran hängt, sprich die übergeordneten Gerichte, und dann korrigieren die halt entsprechend. Ja, ich verstehe absolut, was du meinst. Wenn du kannst nur mit dem arbeiten, was vor dir liegt. Aber ja, gehen wir jetzt mal, das ist jetzt ein fiktives Beispiel, aber ja, das hört man ja in den Medien hin und wieder mal, dass jemand zu Mord irgendwie als Mörder verurteilt wurde und dann kommt wirklich nach 20 Jahren, die der im Gefängnis gesessen hat, kommt dann raus, hey, das, was der vor Gericht gesagt hat, dass er das nicht war, dass er gar nicht, also dass er sowas gar nicht tun könnte, die ganzen Tränen, die er geheult hat und so, das war alles die Wahrheit und das Gericht hat ihn zu Unrecht eingesperrt. Was mir jetzt in Deutschland einfällt dazu konkret, ist Gustl Mollat, der in Bayern gesessen hat, der einen Strafprozess hatte, weil er Straftaten zum Nachteil seiner Frau begangen haben soll. Und dann sich aber in so eine Wahnstory verstrickt hat. Und das Gericht hat ihn für bekloppt erklärt, auf gut Deutsch, und lange Zeit weggesperrt. Und er hat immer beteuert, dass das so war. Und dann ist im Nachhinein rausgekommen, dass er tatsächlich Recht hat. Und dann gab es ein spektakuläres Wiederaufnahmeverfahren, wo er dann auch rausgekommen ist, wo dann auch erwiesen wurde, er war es wohl nicht. Und da, wenn man dieser Bewertung folgt, hat das Gericht schlichtweg einen Fehler gemacht. Weil wenn du in einem Strafverfahren bist, musst du ja dem Angeklagten nachweisen, dass er es gemacht hat. Und in dem Moment, wo du sagst, ich weiß es nicht, musst du freisprechen. Das ist die eine Perspektive. Ja. Und ja, dass das schwierig ist und ja, das ist glaube ich, für jeden klar. Es gibt aber auch die andere Perspektive und die wird mich natürlich auch mal aus deiner Sicht interessieren, weil ich habe hier auf dem Kanal schon mit vielen Frauen insbesondere gesprochen, die Opfer von Missbrauch geworden sind. Und jedes Mal aufs Neue, auch wenn ich die Kommentare unter diesen Videos lese, ist ja das Entsetzen über die Strafe der Täter, die so milde sich anfühlt, also wirklich gigantisch. Gefühlt kann kein Mensch verstehen, wie es sein kann, dass ein Stiefvater seine Stieftochter missbraucht über 3 Jahre, dass er dann selber 3 Jahre im Gefängnis sitzt. Findest du als Richter das Ganze gerecht oder sagst du, okay, wir haben da irgendwo einen Fehler im System? Ich glaube, man muss erstmal differenzieren zwischen Recht und Gerechtigkeit. Oh, okay. Die Gerichte sprechen Recht. Das heißt, sie wenden das Recht entsprechend an. Und es kommt zu einem Urteil. Bestenfalls ist dieses Urteil auch gerecht, was eher so ein Bauchgefühl ist. Meine persönliche Meinung ist, dass wir in der Strafjustiz definitiv ein gewisses Gefälle haben. Will heißen, wenn man die Presse verfolgt, Steuerstraftaten, da wird draufgehauen. Ja, da wird auch wenig eingestellt. Und bei Kapitaldelikten oder bei den Delikten, die du angesprochen hast, da ist man, mild ist vielleicht das falsche Wort, aber es kommt nicht so das raus, was man vielleicht gefühlt erwartet. Jetzt wieder vielleicht den Gegenpart dazu, wie will man sowas bestrafen? Wie bestrafst du jemanden, der seine Tochter, sagen wir mal, 3 Jahre aufs Übelste vergewaltigt hat? Was ist da eine angemessene Strafe für? Wie erklärst du das denn dann, oder wie würdest du das jemandem erklären, der dann Angehöriger ist und sich denkt, wie, es gab jetzt den Fall mit Christoph Merzel da, wo ja, sich sehr viele Menschen darüber aufgeregt haben, dass bei Pädophilie so geringe Strafen am Ende dann rauskommen, weil es dann hier und da mildernde Umstände gibt, die das alles nochmal ein bisschen runtersacken lassen in der Strafe. Wie erklärst du das dann jemandem, der sich denkt, ich komme mir total verarscht vor? Also man hat ja die Möglichkeit, auch in solchen Verfahren als Nebenkläger teilzunehmen. Im Strafverfahren ist es so, ich habe die Staatsanwaltschaft als staatliche Verfolgungsbehörde und den Angeklagten die Angeklagte und der muss sich dann vor Gericht rechtfertigen. Das heißt, die Beteiligung des Geschädigten ist hier erstmal gar nicht vorgesehen. Es geht aber eben über die Nebenklage, dass ich damit reinrutsche und mich quasi neben den Staatsanwalt setze und mein eigenes Interesse bekunde. Das heißt, als Geschädigte könnte ich beispielsweise mich über einen Rechtsanwalt dort mit ins Spiel bringen und dann eben auf meine Rechte hinweisen und dem Gericht dann auch deutlich machen. Man hat dann auch ein Rederecht und sagen hier, also was wir hier an Straftaten haben, ist für uns dieser und jener Straftatbestand
und wir beantragen, dass der Angeklagte, die Angeklagte zu Strafe XY verurteilt wird. Du hast Gesetze, an denen du dich orientieren musst. Das ist das Recht. Ja. Geltendes Recht in Deutschland und diese Gesetze sind irgendwo so festgeschrieben. Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, da ist jemand pädophil gewesen und ich habe selber eine Tochter und das macht mich jetzt unfassbar sauer. Deshalb buchte ich den jetzt für 15 Jahre ein. Ich kann die Sicht total verstehen, aber wenn du da sitzt und bist mit dieser Robe, das hat schon eine Funktion, ne? Dass du dann auch eben nicht Leroy als Normalperson bist, sondern du bist dann der Richter. Und das entfernt dich auch so ein bisschen von dem Sachverhalt. Und das brauchst du auch, diese professionelle Distanz, um da drauf zu gucken und das bewerten zu können. Und dann ist es auch immer eingebunden in so einen Relativkontext. Will heißen, die Strafe, die du ausspuckst, ist jetzt nicht 13 Jahre und feuerfrei, sondern orientiert an dem Strafrahmen. Das heißt, du hast dann so gewisse Vorgaben, wo du dich dann orientieren kannst. Und dann schrumpft quasi dein Spielraum, den du letztendlich ausschöpfen kannst, auf ein gewisses Maß zusammen. Und in dem kannst du dann ganz konkret sagen, hier haben wir meines Erachtens einen schweren Fall. Deswegen bin ich jetzt am oberen Rand. Oder wenn ich das jetzt vergleiche mit dem anderen, sind wir eher unten, gibt's halt weniger. Ja, Freunde, ich bin natürlich auch gespannt auf eure Meinung. Schreibt sie sehr gerne in die Kommentare. Und wenn ihr Fragen an Daniel habt, dann dürft ihr die auch unten reinschreiben. Ich bin mir sicher, dass du auch das eine oder andere vielleicht mal noch beantwortet kriegst. Ich habe jetzt aber noch eine Frage an dich. Hattest du mal einen Fall, den du geleitet hast, der richtig schön war? Ja. Einer im Zivilverfahren, der war auch sehr kurios, Kläger, Beklagter, ein bisschen älter schon, waren beste Freunde, haben sich dann aber irgendwie verkracht. Und es ging um so ein Cat-Car. Das hat der eine für den anderen gebaut, repariert und der andere nicht bezahlt. Und im Gerichtssaal haben sie sich dann noch gestritten mit Anwälten und wir haben es dann hingekriegt nach langen Gesprächen, dass wir gesagt haben, also das ist ja absurd hier, diese Situation. Ja? Und man hat sich dann geeinigt auf 500 Euro. Die hat dann der Beklagte auch rausgeholt in bar, ist rübergegangen, hat es auf den Tisch gelegt. Daraufhin ist der Kläger aufgestanden, wollte ihm die Hand geben. Dann haben sie sich irgendwie die Hand gegeben, dann hat der eine angefangen zu heulen. Dann haben sie sich letztendlich in den Arm gelegen, umarmt und wieder versöhnt im Gerichtssaal. Also das war eine nette Geschichte. Was war denn für dich der schlimmste Fall? Das war direkt, als ich angefangen hatte. Da war ich in einer Strafvollstreckungskammer, heißt das. Mhm. So mit ein paar Prozentpunkten drin. Die sind vereinfacht gesagt für alles zuständig, was mit JVA zu tun hat, mit Gefangenen. Da bekam ich dann einen riesen Aktenstapel gebracht und zog mir dann eine Akte raus. Jetzt muss man wissen, die meisten Gefangenen sind männlich. Und dann war das ein weiblicher Name. Hm, guckst du schon mal. Dann guckst du auf den Tatbestand. Mord. So, und dann machst du die Akte auf und liest so, okay. Und diese Akten sind schwarz-weiß mit so Ökopapier, also nicht besonders toll. Und hinten war so ein Anlagenband mit drin. Bunte Fotos, wunderbar. Die habe ich dann so durchgeblättert. Und bei einem Foto ist mir echt das Herz in die Hose gerutscht. Ich habe sofort wieder zugemacht und die Akte erstmal weggeschmissen, weil mir schlecht war. Dieses Mädel hat, als sie 17, 18 war, ein Kind geboren im elterlichen Badezimmer, hatte die Schwangerschaft verschwiegen und direkt nach der Geburt hat sie das Baby erstochen. Und dann den Leichnam in ein Handtuch gewickelt, in eine Tasche gesteckt und die Eltern haben das aber mitbekommen, dass da irgendwas los ist. Ich meine, das. Ne? Dann sind sie ins Krankenhaus gefahren, da ist das dann festgestellt worden, dass kurz vorher entbunden worden ist. Dann ist die Polizei nach Hause, ne, auf die Frage, wo ist denn das Baby in der Tasche? Und dann haben die natürlich Tatortfotos gemacht. Die sind dann da drin. Dann siehst du natürlich erstmal so dieses Einfamilienhaus, unspektakulär, irgendein Kinderzimmer, unspektakulär. Und dann war halt eine Nahaufnahme von der Tasche. Das sind so Bilder, die vergisst du auch nicht. Ja. Da bist du dann trotz Robe und Professionalität auch nur Mensch. Ne? Das sind natürlich dann in dem Moment auch Schicksale, wo du dich fragst, was ist da passiert? Was veranlasst einen Menschen, so etwas zu tun? Ja. Wie sieht denn der Alltag bei dir als Richter aus? Du hast als Richter zwei Sitzungstage oder ich hatte zwei Sitzungstage. Das war der Dienstag und Donnerstag. Dienstag habe ich Zivilsachen verhandelt, am Donnerstag Straf. Mhm. So. Wenn du jetzt am Montag ins Gericht kommst, kannst du kommen, wann du möchtest. Dann bin ich ins Gericht und in mein kleines Büro. Und dann lagen schon die Akten da für mich. Ja. Das sind so Akten wie da hinten? Genau, wie so schöne Akten da. Okay. Und aber davon wir können uns mal angucken, wenn du magst. Darf man da auch reingucken? Ja, klar.
Ist das nicht privat? Oder? Nein, das sind Musterakten, die ich dir mitgebracht habe. Ach so, du bist ja richtig vorbereitet. Ich bin vorbereitet, ne? Okay, da steht sogar mein Name drauf. Hey, Daniel, das geht in die falsche Richtung. Vielleicht kann das die Kamera gleich nochmal zeigen in der Aufnahme. Was wir hier wunderbar sehen können, ist, dass es eben eine Strafakte hier ist. Ja, das sieht man auch hier unten an diesem roten Bändchen. Mhm. Hier Staatsanwaltschaft Frankfurt, jetzt mal fiktiv. Hier sehen wir, dass es um Hausfriedensbruch geht. Ich habe mal ein sehr lowes Delikt genommen. Ja, typisch für mich, der Hausfriedensbruch. Ja. Genau. Und hier haben wir eben den Namen des Beschuldigten, Leroy, mit dem Geburtsdatum, was ich vorhin erwähnt habe. Und dieser Schnipsel hier unten, da weiß man direkt, oh, da muss ich jetzt weiter bearbeiten. Und ganz wichtig hier oben, die Zählkartennummer, das ist die Statistik. Das ist jetzt meine 171. Akte. Und wenn das Verfahren abgeschlossen ist, jetzt als Richter, wird das durchgestrichen. Und dann geht das in die Statistik rein. Und danach werden später auch die Richter bemessen, wie viele Fälle sie erledigen. Wie viel hattest du? Ich hatte 130 irgendwas im Zivilrecht und 160 im Straf. Und wie viel hast du dafür gearbeitet? 60 Stunden. Wow. Nee, Moment mal, du bist doch verbeamtet. Eigentlich ist das dann doch so, dass du geregelte Arbeitszeiten haben solltest. 40 Stunden Woche, nicht? Ich sag mal, das liegt ja an dir. Also ich hatte halt den Anspruch, die Dezernate aufzuräumen. Ich hatte da auch richtig Bock drauf, das zu machen. Und da kommst du halt auch so ein bisschen in so einen Rausch rein, ja? Wenn du dann wieder in der Statistik siehst, wieder eine Akte weg, wieder eine Akte weg. Boah, es ist eine ganz andere Perspektive, als ich sie vorher hatte. Kannst du auch mal haben, deine Strafakte? Ja, klar, gerne. Geht um dich. Ja, liebe ich, ja. Es ist irgendwie eine spannende Perspektive, weil du jetzt nur ganz ehrlich sagst, wie du es als Richter so empfunden hast, immer weiter die Fälle ja wegkloppen zu müssen und gleichzeitig ja in der Situation zu sein, dass du über Menschenleben irgendwie auch entscheidest und da am Ende Menschen sitzen, für die das voll die Auswirkungen hat. Wenn du jetzt der Richter bist, der mich hier in dem Fall dann verknackt, weil ich habe ja üblen Hausfriedensbruch begangen, da wäre ich ziemlich böse, weil es gibt ja auch so ein Phänomen, dass sich die meisten Schuldigen selber nicht so schuldig sehen, wie du oder das Recht am Ende dann entscheiden. Und egal ob Bonnie und Clyde oder sonst wer, das ist immer auf den letzten Metern, schreiben sie dann noch Abschiedsbriefe, wo sie sagen, ich habe haufenweise Menschen umgebracht, aber eigentlich bin ich die ärmste Sau und eigentlich waren es alle anderen. Also das ist ja so ein spannendes Phänomen. Ja. Ich wäre sauer auf dich. Gab es schon mal den Moment, dass du dass dir dieser Hass entgegengeschlagen ist? Da ging es um Reichsbürger, die diesen Staat ablehnen. Böse Zungen behaupten, dass es solche Menschen gibt. So, die haben uns dann als Gericht, was ja in ihrer Welt gar nicht existiert, beziehungsweise befugtes Recht zu sprechen, weil wir alle eine BRD GmbH sind, eine Klage geschickt, weil sie doch Geld haben wollten von jemandem. Das Problem war, diese Klageschrift war also ganz übel. Das hat den formalen Anforderungen in keinster Weise genügt. Dann kam direkt irgend so ein 8-seitiges Pamphlet zurück. Wir lehnen diesen Staat ab, man müsste sie an Pranger stellen und erschießen und wir wissen, wo sie wohnen. Das war dann der Moment, wo ich auch eine Einwohnermeldeamtssperre bekommen habe, dass eben ohne weiteres nicht herausgefunden werden kann, wo ich wohne und wo man dann auch mal so ein bisschen ein mulmiges Gefühl bekommt, wenn man dann abends auf den Parkplatz geht. Das kann ich mir vorstellen. Also, also du hast dich dann selber so ein bisschen anonym werden lassen, sodass man nicht nach dir recherchieren kann. Ja, weil du weißt nicht, also größtenteils ist es natürlich Show, was die machen, einfach um Angst und Schrecken zu verbreiten. Aber es gibt immer irgendwelche Leute, die durchdrehen und da muss man sich eben dann vorschützen. Ja, ich meine, du stehst da genauso im Kreuzfeuer, wenn es blöd läuft, wie auch Politiker. Und da sind ja auch schon Menschen jetzt in den letzten Jahren gestorben, also umgebracht worden, gerade aus solchen Strömungen. Deshalb musst du da schon vorsichtig sein, glaube ich. Habe ich einen Vorteil in Deutschland, wenn ich Geld habe oder Connections habe, wenn ich vor Gericht stehe? Angenommen, du bist angeklagt. Ja. Und es geht um eine Straftat und möglicherweise kann man da mit bestimmten Gutachten das Ergebnis in eine gewisse Bahn lenken. Bleiben wir mal, vielleicht weil es ganz anschaulich ist für die Zuschauer, bei diesen Sexualstraftatdelikten. Eine Vergewaltigung findet ja in den seltensten Fällen ohne Spuren statt. Das gibt's auch, dass die Geschädigten dann ganz starr vor Schreck sind und sich nicht bewegen. Die meisten wehren sich aber irgendwie. Das heißt, wir haben klassischerweise hier in den Bereichen entsprechende Abdrücke. So, jetzt gibt's Gutachter, die
diese Spuren analysieren können und sagen können, das ist eine Fremdbeibringung oder es ist eine Selbstbeibringung. Es kann natürlich sein, die Staatsanwaltschaft macht ein Gutachten, da kommt zum Ergebnis jetzt mal, du warst es. Oder die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß. Jetzt sagst du, nee, der Gutachter hat da diese und jene Leitlinie nicht beachtet, das ist nicht so. Du gibst selber 3 Gutachten in Auftrag. Kostet richtig Geld. Kostet richtig Asche. Und die kommen dann auch zu dem Ergebnis, dass das offensichtlich eine Selbstbeibringung war von der Geschädigten. Dann sind das jetzt 3 Beweismittel, die da sind, die das Gericht würdigen muss. Damit ist jetzt nicht gesagt, das ist nicht wie beim Fußball, 3-1 gewonnen. Aber ganz ehrlich, aus gerichtlicher Sicht, wenn da 3 Gutachten sind, auch wenn die dann von dem Angeklagten sind, wird man darüber diskutieren müssen. Okay. Und das hat natürlich in dem Moment einen Einfluss, das ist so. Okay, das heißt, da könnte ich mit Geld auf jeden Fall mir einen Vorteil erarbeiten. Kann ich sonst irgendwas kaufen oder durch Connections irgendwie regeln, wenn ich vor Gericht stehe? Dass du jetzt mit Geld selber losziehen kannst und irgendwen bestechen kannst, habe ich so noch nicht gehört, auch nicht aus der Zeitung. Hat es dir schon mal jemand angeboten? Nein. Okay. Nein. Also das traut sich auch keiner, glaube ich. Gäbe es denn eine Summe, wo du sagen würdest, okay, ja, dann sind es halt mal 2 Jahre weniger. Wenn da jemand kommt und sagt, hier komm, ich habe hier ein paar Koffer, 10 Millionen Euro, dafür machst du mal aus 4 Jahren 2 Jahre. Du machst das nicht wegen dem Geld. Ja? Du machst das nicht, weil du weißt, du kriegst jetzt x-tausend Euro aufs Konto oder so. Sondern du machst das wegen der Sache. Da ist ein sehr hoher Idealismus hinter, auch bei den Kolleginnen und Kollegen, die es machen. Und das sichert diesen Job auch ein bisschen ab gegen solche Versuche. Und das ist ganz wichtig, ja, dass wir da wissen, dass die Rechtsprechung, die wir haben, unabhängig ist. Abschließend würde mich natürlich interessieren, was würdest du dir von Menschen da draußen wünschen? Hast du irgendwas, was dir selber auf dem Herzen liegt? Eine Sache würde ich mir wünschen. Wir haben ja jetzt leider aus den Medien immer mehr die Nachricht bekommen, dass es Angriffe auf Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungssanitäter gibt. Der allgemeine Respekt so ein bisschen leidet. Und wenn wir das verbessern könnten, dass wir wieder ein besseres Miteinander bekommen, respektvolleres Miteinander, dann wäre das, glaube ich, schon eine ganz tolle Sache, wo wir alle von profitieren könnten. Ganz bestimmt. Also ich unterschreibe das blind und ja, das ist aber auch an uns als Gesellschaft darauf zu achten, dass sowas ja dann auch besteht. Also wenn wir sehen, dass jemand sich nicht respektvoll verhält, dann müssen wir uns halt auch für denjenigen einsetzen oder dagegen stellen, je nachdem. Aber ich ja, danke dir auf jeden Fall, dass du heute hier gewesen bist. Gerne. Ihr könnt gerne weitere Fragen unten reinschreiben, die ich heute nicht gestellt habe, und vielleicht treffen wir Daniel dann einfach nochmal wieder. Aber jetzt fürs Erste, die Zuschauer haben ja natürlich noch Videos, die sie sich jetzt aussuchen können. Die sind jetzt hier eingeblendet. Siehst du natürlich, ne? Ja. Klar. Klar, natürlich. Locker. Das obere, dem habe ich gehört, soll am besten sein. Das obere ist das bessere? Weil es deins ist, glaube ich. Ne? Ah, boah, stark. Jetzt dürfen wir noch winken. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.